Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderung, Drucksache 20-5474. Und ein kleiner Hinweis, wer am Livestream sitzt, das wird jetzt auch in Gebärdensprache gedolmetscht werden. So. Als erstes zur Einbringung Staatsminister Klose. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dieses Gesetz heute einbringen zu können, weil es ein weiterer Beitrag ist, der zeigt, dass wir für ein Hessen stehen, das niemanden ausgrenzt, für ein Hessen, in dem jede und jeder seinen oder ihren Platz finden kann, für die gleichberechtigte Teilhabe aller an der Gesellschaft. Und ein ganz wichtiger Schritt dazu war die Einführung des Blindengelds vor inzwischen mehr als 70 Jahren. Angefangen beim Gesetz über die Gewährung von Pflegegeld an Zivilblinde aus dem Jahr 1950 über das Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde von 1977 bis hin zum heutigen Landesblindengeldgesetz, das seit 2011 in Kraft ist. Blinden Menschen gleichgestellte und hochgradig in ihrer Sehfähigkeit behinderte Menschen haben erhebliche Mehraufwände bei ihrer täglichen Lebensführung. Und um dieser gleichberechtigten Teilhabe, die wir wollen, näher zu kommen, müssen sie mehr Geld und Zeit aufwenden als andere. Und das Blindengeld gleicht diesen Mehraufwand zum Teil aus. Einen vergleichbaren, teils sogar erhöhten Mehraufwand haben auch Gehörlose und haben ganz besonders taubblinde Menschen. Für sie gibt es aber bisher keinen Ausgleich. Sie müssen ihr Geld und ihre Zeit aufwenden, um auszugleichen, was andere nicht ausgleichen müssen, beispielsweise technische Hilfsmittel anschaffen oder kurzfristig und möglichst unbürokratisch Dolmetscherleistungen organisieren. Und damit ihnen die gleichberechtigte Teilhabe erleichtert wird, müssen diese Mehraufwendungen ausgeglichen werden. Dazu legen wir Ihnen heute den Entwurf eines Gesetzes zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen vor. Mit diesem Gesetzentwurf führen wir zum einen ein Gehörlosengeld ein, dessen Grundlage ein eigenes hessisches Landesgehörlosengeldgesetz sein wird. Und zum anderen führen wir ein Taubblindengeld ein und wir erleichtern das gesamte Verfahren. Dafür ändern und verbessern wir das Landesblindengeldgesetz. Die Einführung eines Gehörlosengelds ist seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen der Fachverbände und der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung. Und Hessen ist zwar nicht das erste Bundesland, das entsprechende Leistungen einführt, aber mit beidem, mit der Einführung eines Gehörlosen- und eines Taubblindengelds, gehören wir durchaus zu den Vorreitern unter den Ländern. Und wir werden im Ländervergleich mit einem Gehörlosengeld in Höhe von 150 € pro Monat und einem monatlichen Taubblindengeld in doppelter Höhe des Blindengelds, das sind rund 1.300 € im Monat, viel leisten. Meine Damen und Herren, bei Taubblindheit handelt es sich um eine Behinderung eigener Art. Taubblind zu sein heißt, dass man den einen fehlenden Sinn nicht durch einen anderen ausgleichen kann. Taubblindheit ist deshalb nicht die bloße Summe von Gehörlosigkeit und Blindheit. Sie ist eine eigenständige Behinderung und sollte deshalb auch so behandelt werden. Die logische Konsequenz daraus ist, es wird kein Blindengeld für Taubblinde, sondern ein eigenes Taubblindengeld geben, und das ist genau richtig so. Denn bisher brauchen blinde Menschen, um ihre Leistungsberechtigung nachzuweisen, eine augenfachärztliche Bescheinigung, vereinfacht gesagt einen Nachweis darüber, dass sie blind sind.
Gehörlose Menschen bräuchten also eine andere Bescheinigung einer anderen Ärztin bzw. eines anderen Arztes. Taubblinde Menschen bräuchten beide Bescheinigungen. Sie waren aber fast alle schon mal bei einer für sie zuständigen Ärztin oder einem für sie zuständigen Arzt und sind als Ergebnis im Besitz eines Schwerbehindertenausweises, der ja nachweist, ob jemand schwerbehindert ist und welchen Grad der Behinderung sie oder er hat, ob sie oder er blind, gehörlos oder taubblind ist. Dafür gibt es ja die entsprechenden einzutragenden Merkzeichen, ein BL für blind, ein GL für gehörlos und das noch recht neue TBL für taubblind. Nach unserem Gesetzentwurf soll das künftig ausreichen. Daneben besteht beim Blindengeld die Möglichkeit, die eigene Leistungsberechtigung durch eine augenfachärztliche Bescheinigung nachzuweisen, genauso fort. Und so vereinfachen wir das Verfahren im Interesse der betroffenen Menschen, und das ist gut so. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung gleichberechtigter Teilhabe aller am Leben in unserer Gesellschaft und damit einen wichtigen weiteren Schritt für ein Hessen, in dem niemand ausgegrenzt wird und jede und jeder ihren bzw. seinen Platz finden kann. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Für die Fraktion der SPD hat sich die Abgeordnete Alex zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man kann sich oftmals nicht freuen hier im Hessischen Landtag, wenn man der Opposition angehört. Aber ich muss Ihnen sagen, heute freuen wir uns als SPD-Fraktion und ich mich im Besonderen, dass wir uns heute mit diesem Gesetz beschäftigen dürfen. Endlich! Aber es ist vor allem ein guter Tag für Menschen mit Sinnesbehinderung, für ihre Angehörigen und für die Organisationen, die sich für sie einsetzen. Die Landesregierung legt ein Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderung vor. Es enthält sowohl ein Taubblindengeld als auch ein Gehörlosengeld. Spät, aber besser spät als nie, muss ich diese Floskel leider anwenden. Frau Bächte-Scholz hat sie vorher diskreditiert, die mit der Bemerkung, naja, für die Fraktion wäre immer alles zu wenig und zu spät. Was zu wenig betrifft, so würde ich sagen, nein, denn das entspricht unseren Anträgen, die wir in der Vergangenheit gestellt haben. Das müsste dann die Diskussion und die Anhörung ergeben, wenn da sich was entscheidend ändern soll. Zu spät allerdings. Es ist traurig, dass das Leid der Menschen, die hier in den Anhörungen gesessen haben, das Leid der Menschen, das uns alle beeindruckt hat, und das uns so eindrucksvoll vorgetragen wurde, dass das keine Rolle gespielt hat bei Ihrer Entscheidung, grundsätzlich unsere Anträge damals abzulehnen, nur weil sie von uns kommen. Weil Sie müssen sich einfach mal eine Minute durch den Kopf gehen lassen, wie viel Lebensqualität verloren gegangen ist in der Zeit, in der Sie hier nicht tätig geworden sind. Und wie viel Lebensqualität die Menschen, die ihnen nie wiedergegeben werden, verloren haben, dadurch, dass ihnen die Möglichkeit zur Teilhabe nicht gegeben wurde. Nichtsdestoweniger, ein Gesetz liegt jetzt vor. Und das ist gut so, da stimme ich dem Herrn Minister vollkommen zu. Wir fordern ein Taubblindengeld, ein Gehörlosengeld seit Jahren, das habe ich gesagt.
Und wir haben auch leider den interessierten Organisationen und den Betroffenen in Gesprächen immer wieder vermitteln müssen, dass ein guter Oppositionsvorschlag im besten Fall den Weg über eine Ablehnung und eine eigene Einbringung der Regierungsparteien nehmen muss, damit er zur Geltung kommt. Das ist jetzt offenbar geschehen. Es ist nicht sehr nett, so vorzugehen, aber geschenkt. Es ist wichtig, dass wir jetzt dieses Gesetz auf dem Tisch haben, und da wird es, glaube ich, kein Zurück mehr geben. Unabhängig vom Ausgang der Beratung müssen wir dann sehen, was noch weiter zu tun ist. Ein Detail, über das ich wieder gestolpert bin, das ja immer Thema ist und nicht den Bedürfnissen der Betroffenen entspricht, ist die Befristung. Da haben wir hier eine besondere Diskussion. Das kann man nicht mit anderen Gesetzen vergleichen. Und da werden wir sicher auch noch mal drüber sprechen müssen. Wir freuen uns darüber, dass Sie unsere Argumentation bis in die Formulierung der Präambel übernommen haben. Wir freuen uns, dass Sie unsere Forderung von der Verdopplung des Blindengeldes zur Feststellung der Höhe des Taubblindengeldes so übernommen haben. Und die Summe von 150 Euro für gehörlose Menschen hatten wir bei unserem entsprechenden Haushaltsantrag auch angesetzt damals. Also sind wir da wirklich auf einer guten Linie. Was die Planung der Beratung betrifft, die ich jetzt so vor Augen habe, dann kann ich mir vorstellen, dass wir doch recht zügig vorankommen. Und das wünsche ich mir auch, zügig und intensiv zu beraten. Und wir haben als SPD-Fraktion eine große Anfrage gestellt zum Thema Lage der behinderten Menschen in Hessen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie lange es immer dauert, bis das Sozialministerium und auch in ordnungsgemäßer Form antworten kann, dann muss ich allerdings sagen, werden wir mit dem Gesetz wahrscheinlich früher durch sein. Und das hat wiederum zur Folge, dass der Sozialminister schon mal zwei Fragen, nämlich die wir gestellt haben nach dem Taubblindengeld und nach dem Gehörlosengeld, dann auch beantworten kann. Also, zusammengefasst, wir freuen uns auf die Beratung und hoffen auf ein sinnvolles Gesetz im Sinne der Betroffenen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes ist der Kollege Pürsün. An der Reihe. Und Herr Kollege, Sie haben jetzt auch das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2019 haben wir hier über die Novellierung des Landesblindengesetzes debattiert. Damals haben wir bereits angeführt, dass es bedauerlich sei, dass keine Regelung für Schwerhörige oder Ertaubte sowie taubblinde Menschen geschaffen worden sei. Ich glaube, sagen zu können, dass Konsens darüber bestand. Konsens, dass Handlungsbedarf besteht. Daher begrüßen wir es, dass die Landesregierung den Entwurf hier nun, anderthalb Jahre später, vorlegt. Wir halten es für essentiell, dass Menschen mit Behinderungen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um teilhaben zu können. Teilhabe bedeutet auch, selbstbestimmt leben zu können. Das hier vorgesehene Geld kann zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten. Wir sind gespannt auf die Bewertungen und Anregungen der anzuhörenden Experten im Sozialausschuss. Wir haben Anzuhörende benannt und hoffen auf rege Beteiligung. Wir möchten der Anhörung nicht vorweggreifen. Das macht für gewöhnlich ja nur die Landesregierung selbst. Insofern halten wir uns mit der Bewertung des vorliegenden Entwurfs hier zurück. Lediglich eine Frage drängt sich uns zunächst auf. § 2 Absatz 1 Nummer 1b des vorliegenden Entwurfs des Landesgehörlosengesetzes definiert Taubheit mit einem Grad der Behinderung von 100.
Allerdings kann Taubheit nur zu einem Grad der Behinderung von maximal 80 führen. Wie soll das Gesetz dann jemals zum Einsatz kommen? Wir freuen uns auf die Antwort und auch die Anhörung und unterstützen eine möglichst zügige Verbesserung der Situation für die Betroffenen. Vielen Dank. Kollegin Brünnel ist als Nächste hier notiert. Ich habe das Gefühl, dass man sich verabredet hat, hier ein bisschen Zeit zu erarbeiten. Frau Brünnel, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute liegt uns der Gesetzentwurf der Hessischen Landesregierung zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderung vor. Und damit setzen wir erneut ein Signal hin zu einem inklusiven Hessen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Gespräch mit Gebärdendolmetscher geführt haben. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Gespräch, das simultan von einem Gebärdendolmetscher übersetzt wurde. Ich war fasziniert, wie unkompliziert eigentlich ein Gespräch dann stattfinden kann. Ein ganz normales Gespräch. Aber leider wurde unser Gespräch abrupt unterbrochen. Es war Mittagszeit und jeder kennt es, die wunderbaren Glocken von der gegenüberliegenden Marktkirche haben absolut ihr Bestes gegeben. Wunderschön anzuhören, aber auch wahnsinnig laut, wenn man sich direkt gegenüber bei offenem Fenster versucht zu unterhalten. Also ich schnell zum Fenster mit den Worten, sorry, ich verstehe gerade gar nichts mehr, ich mache mal schnell das Fenster zu, dann können wir uns wieder unterhalten. Mein gehörloser Gesprächspartner konnte sich das Lachen nicht verkneifen und scherzte direkt, das war jetzt mal kein Problem für mich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat mir erneut gezeigt, dass nicht der Mensch behindert ist, sondern die gesellschaftliche Wirklichkeit den Menschen behindert. Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben weiter zu fördern und entwickeln, hin zu einer inklusiven Gesellschaft, das ist und bleibt ein stetiger Prozess und ein elementarer Baustein und Bestandteil unseres politischen Selbstverständnisses. Die Schwierigkeit im Alltag, die gehörlose und taubblinde Menschen zu bewältigen haben, können wir uns nicht wirklich vorstellen. Und ja, Corona hat die Situation noch einmal deutlich verschlechtert. Ja, wir brauchen die Fachverbände und die Interessensvertretungen, die immer wieder beratend zur Seite stehen und nicht müde wurden, auf die Problematik aufmerksam zu machen. Deshalb geht mein Dank an dieser Stelle an Sie, denn es ist auch Ihrem Engagement zu verdanken, dass Sie seit Jahren die Einführung eines Gehörlosengeldes als Ihr Anliegen vorgetragen haben. Wir haben es im Koalitionsvertrag vereinbart. Mit der Zahlung eines Gehörlosengeldes soll ein Ausgleich zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen geschaffen werden und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erleichtert werden. Wir haben es vereinbart, und wir werden es umsetzen. Bei der Verabschiedung des dritten Gesetzes zur Änderung des Blindengeldgesetzes hat Staatsminister Klose erklärt, dass das Gehörlosengeld in einem eigenen Gesetz umgesetzt werden soll. Und nun hat er seinen Worten Taten folgen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 6 Millionen Euro stehen für die Einführung eines Gehörlosen- und Taubblindengeldes einmalig in diesem Jahr und 8 Millionen in den darauffolgenden Jahren bereit. Hessen bringt dieses Gesetz auf den Weg in einer Zeit, in der Bund und Länder gerade gewaltige finanzielle Anstrengungen unternehmen, um die Corona-Pandemie begegnen zu können. Dass dieser Gesetzentwurf nun trotzdem in die Umsetzung gehen soll, das zeigt den Stellenwert und die Bedeutung, die dieses Vorhaben für das Land Hessen einnimmt. An dieser Stelle geht auch mein Dank an die Hessische Landesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen wir uns das Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderung nun im Detail an. Menschen mit Sinnesbehinderung, und dabei geht es insbesondere um gehörlose, blinde und taubblinde Menschen, haben Mehraufwendungen, die ausgeglichen werden müssen, um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Einige Bundesländer haben das bereits landesgesetzlich geregelt und entsprechend für Gelder für Gehörlose und Taubblinde bereitgestellt.
In Hessen soll es nun für ca. 3.900 Betroffene einen Ausgleich geben. Das Gehörlosengeld, wir haben es schon gehört, soll monatlich 150 und das Taubblindengeld das Doppelte des Blindengeldes betragen. Also Landesblindengeld 658, das Taubblindengeld dann ca. 1.300 €. Und Hessen schneidet im Ländervergleich gut ab, sowohl mit dem bereits bestehenden Landesblindengeld als auch mit dem jetzt geplanten Gehörlosen- und Taubblindengeld. Denn die Höhe variiert in den einzelnen Bundesländern deutlich. So hat NRW einen Ausgleich von 77 €, Sachsen-Anhalt 52, Thüringen 100, nur um einige Beispiele zu nennen. Das hessische Gehörlosengeld ist also in einer vergleichbaren Größenordnung mit den Leistungen anderer Bundesländer und es orientiert sich an den Kosten für ca. 2 Stunden Gebärdendolmetscher für den Alltag, die bislang mit ca. 75 € beziffert werden konnten. Das Gehörlosen- und Taubblindengeld soll entsprechend dem Blindengeld gehörlosen bedingten und taubheitsbedingten Mehraufwand unter bestimmten Voraussetzungen einkommens- und vermögensunabhängig ausgeglichen werden. Leistungsberechtigte Personen bringen den Nachweis mittels eines Schwerbehindertenausweises mit den entsprechenden Merkzeichen GL oder TBL ein. Wir haben das hier schon gehört, und ich glaube, das werden wir in den weiteren Beratungen ja auch noch einmal sehr viel näher betrachten. Das Gehörlosengeld wird auf Antrag gewährt und ist schriftlich beim überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu stellen. Auszahlung erfolgt monatlich im Voraus und beginnt mit dem ersten Monat, in dem der Anspruch gestellt wird. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun um die Stellungnahmen der Verbände gebeten und sind gespannt, welche Anregungen uns hier noch erreichen werden. Alles in allem erhält dieser Gesetzentwurf der Landesregierung das, was das Gesetz schlussendlich erfüllen soll. Es dient dem Nachteilsausgleich für Menschen mit Sinnesbehinderung. Es stärkt die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und ist ein wichtiger Baustein hin zu einer inklusiven Gesellschaft. In diesem Sinne freue ich mich über die Einführung eines Gehörlosen- und Taubblindengeldes in Hessen und wünsche uns weiterhin eine gute Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brünnel. Frau Böhm ist die Nächste. Frau Böhm, bitte schön, Sie haben das Wort. Danke sehr, Herr Präsident. Ich kann bei Ulrike Alex anknüpfen. Endlich! Endlich, meine Damen von Schwarz-Grün, endlich haben Sie es geschafft, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Seit 2011 fordert DIE LINKE im Hessischen Landtag ein Gehörlosengeld. Seitdem bei jeder Haushaltsberatung und mindestens seit 2017 diskutieren wir in diesem Haus über die Einführung eines Gehörlosen- und ein Taubblindengeldes für Hessen. Und nun, 10 Jahre später, haben Sie endlich einmal die Gelegenheit genutzt, statt warmer Worte auch einmal Taten folgen zu lassen. Hurra, können wir nur sagen. Schon 2011, ich habe im Protokoll nachgelesen, damals hat die FDP noch mitregiert, hat sie gesagt, wir können es durchaus nachvollziehen, dass sich Menschen benachteiligt fühlen und dass ihnen ein Nachteilsausgleich gewährt werden muss. Allerdings haben Sie sich dieser Erkenntnis bis zum Ende Ihrer Regierungszeit verschlossen, denn ist nichts passiert. Und ich frage die Regierungsfraktionen, egal welcher Couleur sie waren, was waren denn die großen Hürden, die Ihnen nicht ermöglicht haben, darüber zu springen, um endlich einmal diesen Nachteilsausgleich für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen auf den Weg zu bringen? War es der innere Schweinehund? War es der Finanzminister? Oder über welchen Schatten mussten Sie springen, der so hoch war? Aber selbst mit diesem Gesetzentwurf brechen Sie gleich einmal Ihre nächste Ankündigung. Die Mitglieder des Sozialausschusses können sich vielleicht erinnern, in der kursorischen Lesung für den Sozialhaushalt 2021 im November vergangenen Jahres habe ich die Frau Staatssekretärin Jans gefragt, ab wann denn das Gehörlosengeld und das Taubblindengeld, was ja schon im Haushalt dann auch drin stand, denn ausgezahlt werden solle. Frau Jans sicherte uns zu, dass der Auszahlungsbeginn der Beginn des zweiten Quartals, also der 1. April, sein sollte.
So seien die Mittel im Haushalt geplant. Davon will jetzt dieser Gesetzentwurf nichts wissen. Der Minister Klose wurde in der Zeitung mit dem Zieldatum 1. Juli 2021 zitiert, schon wieder 3 Monate später. Und da schließt sich jetzt gleich meine nächste Frage an. Warum datieren Sie den Gesetzentwurf eigentlich nicht zurück, wie man das ja auch öfters mal hier im Hause kennt? Warum werden die gehörlosen und die taubblinden Menschen noch einmal ein weiteres Vierteljahr auf ihren behinderungsbedingten Kosten sitzen lassen? Und das passiert ja nur, weil offensichtlich dieser Gesetzentwurf in den Mühlen der schwarz-grünen Bürokratie hängen geblieben ist. Und es schließen sich zahlreiche weitere Fragen an, die auch wir in der Anhörung sicher erörtern werden. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum haben wir heute ein Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderung. Aber das ist ja nur eine Hülle für zwei Gesetze. Das Landesgehörlosengesetz auf der einen Seite und ergänzt um das Taubblindengesetz ergänzte Landesblindengesetz. Aus meiner Sicht wäre es durchaus wünschenswert und sinnvoll gewesen, auch im Sinne der Übersichtlichkeit für die Betroffenen, dass ein Gesetz für alle Nachteilsausgleiche von Menschen mit Sinnesbehinderung gegeben hätte, so wie es andere Bundesländer auch machen. Aber dann ist auch schon darauf eingegangen worden, wir haben schon öfters diskutiert. Ein weiteres Thema ist die völlig unsinnige Befristung des Gesetzes. Es kann ja in einigen Fällen durchaus sinnvoll sein, Gesetze zu befristen. Aber hier, und das haben Sie schon so oft von den Betroffenen gesagt bekommen, sorgt das nur für eine komplett unnötige und unsinnige Verunsicherung der betroffenen Menschen. Das haben Ihnen die Anzuhörenden der Beratung 2019 das letzte Mal gesagt. Das werden Sie Ihnen jetzt wieder sagen. Und warum nehmen Sie nicht endlich einmal diese Bedenken ernst und weichen wenigstens einmal von Ihrer Standardbefristung ab? Ich begrüße ausdrücklich, dass die bisherige Doppelbestrafung von Menschen, die im Gefängnis sitzen, im Maßregelvollzug und in psychiatrischen Kliniken, dass Sie die aufheben wollen. Das ist auch dringend notwendig. Das hatten wir auch schon damals gefordert, weil auch diese Menschen haben genauso den Bedarf für einen Ausgleich ihrer Nachteile. Aber da hätten Sie ja auch schon vor 2 Jahren die Gelegenheit gehabt, da hätten Sie nur unserem Änderungsantrag zustimmen müssen. Gerade letzte Woche hatten wir im Ausschuss eine Petition zu diesem Thema vorliegen. In dieselbe Richtung übrigens weist auch die Neufassung des § 6. Sie haben vorhin, Herr Klose hat es ja weit ausgebreitet, ausführlich dargestellt, dass Sie jetzt endlich einmal auf die Kostenerbringung für die augenärztliche Bescheinigung verzichten. Aber das haben wir schon damals gefordert, weil es unnötige Bürokratie ist und unnötige Kostenbelastung der Betroffenen. Gut, dass Sie endlich Vernunft walten lassen, auch wenn Sie den Betroffenen wirklich diese 2-jährige Episode ruhig hätten sparen können. Aber dann schaffen Sie schon wieder eine neue Ungerechtigkeit, eine neue Ungleichbehandlung. Sie behalten bei, dass beim Landesblindengesetz der Betrag für unter 18-Jährige geringer ist als für Volljährige. Bei behörlosen Kindern und Jugendlichen nehmen Sie eine solche Reduzierung aber nicht vor. Wie erklären Sie das den Betroffenen? Ich habe jetzt so gar keine Idee. Warum ist ein blindes Kind mit anteilig geringeren Summen zukünftig schlechter gestellt als ein gehörloses Kind, welches denselben Betrag bekommt wie die erwachsene Person? Und ich würde mich freuen, wenn ich auf meine Fragen Antworten bekäme. Ich war so froh, heute Morgen von Ministerin Dorn doch auch wirklich echte Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich von Herrn Minister Klose auch diese Antworten erhalten könnte. Jetzt, ob die Unterstützungsleistungen angemessen sind, da bin ich gespannt, was die Anzuhörenden sagen. Ich bin bei den Gehörlosengeld skeptisch, ob das genügt, weil ein Stundenhonorar für eine Gebärdendolmetscherin ist ja schon relativ hoch. Das ist ja auch klar, dass eine
herausfordernde Tätigkeit. Es fehlt auch die Dynamisierung des Betrags. Die Kosten steigen stetig. 150 € bleiben aber bestehen, zumindest bis zum 31.12.26. Also das ist wirklich nicht sachgerecht. Aber ich möchte mich zum Abschluss meiner Rede ganz besonders heute herzlich bei dem Ältestenrat bedanken. Auf Antrag meiner Fraktion wurde mit großer Einmütigkeit beschlossen, dass die heutige erste Lesung, und ich gehe davon aus, dass es bei der zweiten Lesung auch so ist, dass sie im Livestream mit Gebärdensprachdolmetscher begleitet wird. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Noch schöner wäre es allerdings, wenn das zukünftig generell Standard wäre, weil manche Gehörlose eben nicht die Schriftsprache immer so gut verstehen können und nachvollziehen können. Aber Schrittchen für Schrittchen geht es voran, und wir bleiben dran, was jetzt den Livestream mit Gebärdensprachdolmetschung anbetrifft und was die Nachteilsausgleiche von sinnesbehinderten Menschen anbetrifft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Böhm. Als Mitglied des Ältestenrates nehme ich Ihren Dank auch gerne mit und werde ihn das nächste Mal vortragen. Und Sie werden es weitergeben, dass es öfters passiert. Ich habe das Gefühl, dass der Kollege Wilken das dann schon im Ältestenrat ansprechen wird. Okay, vielen herzlichen Dank. Herr Schad ist noch nicht on the road. Sorry, ich hatte gehofft, aber wir haben ja Zeit. Ihr seid ja alle so schnell bei diesem Tagesordnungspunkt. Noch 5 Minuten 42, Herr Pürsün. Ach so, nein, ich dachte. Alles gut. Herr Schad, Sie haben das Wort, bitte. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Land befindet sich mitten in einer tiefen Krise durch das Coronavirus, und wir alle kennen die Auswirkungen auf das Gesundheits- und auf unser Sozialsystem, aber eben auch hier als Haushaltsgesetzgeber auf unseren Haushalt. Und schauen wir in die Welt, so erkennen wir ganz viele strauchelnde und kollabierende Gesundheitssysteme und Sozialsysteme. Und inmitten dieser Krise haben wir als Land Hessen die Kraft, eine neue pandemieunabhängige Sozialleistung einzuführen. Und ich finde, das ist etwas ganz Besonderes. Es ist bereits angeklungen, und es stimmt, wir haben uns etwas gedulden müssen, bis das Gesetz vorlag, nicht zuletzt auch wegen der Pandemie. Aber mit Blick auf den Gesetzentwurf finde ich, es hat sich gelohnt. Und auch, Frau Kollegin Böhm, wenn Sie von dieser Haltung nicht runterkommen, mehr als eine 5 gibt es von mir nicht, muss ich sagen, es ist eine ordentliche Arbeit. Und ich möchte an der Stelle dem Sozialminister und dem Sozialministerium ganz herzlich für die Arbeit danken, die hier geleistet worden ist. Ich möchte mich aber auch bedanken bei unserer Fraktionsvorsitzenden, der Ines Claus, und auch bei Holger Bellino, die mit dazu beigetragen haben, in dieser Phase das hier möglich zu machen. Und es ist eben nämlich keine Selbstverständlichkeit, neue, dauerhafte Verpflichtungen hier einzugehen. Und es gehört auch ein wenig was dazu, zu dem Versprechen zu stehen, auch wenn die finanziellen Vorzeichen völlig geändert sind. Das ist ein Wert an sich, und das darf man nie vergessen, wenn man es mit haushalterischer Verantwortung ernst meint. Wir wissen das ja bei einigen hier, Frau Böhm, Sie haben da keine Probleme, Geld auszugeben. Aber wenn man dann für einen Haushalt am Ende auch Verantwortung trägt, dann ist es eben nicht so einfach, die Mittel, die wir dauerhaft hier in den Haushalt einplanen, auch sicherzustellen. Aber wir glauben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir den gehörlosen und taubblinden Menschen, die es schuldig sind, die lange darauf gewartet haben. Mit dem Gesetzentwurf erreichen wir mehrere Dinge. Erstens, wir schaffen eine neue Leistung für gehörlose Menschen. Wir kommen dem Wunsch der Fachverbände und Interessensvertretungen nach. Aber auch, die Frau Kollegin Brünnel hat es schon angedeutet, viele individuelle Schilderungen und Berichte von gehörlosen Menschen sind hier am Ende mit eingeflossen. Zweitens, wir anerkennen die besondere Situation, in der sich gehörlose Menschen befinden, und das nicht nur rhetorisch, sondern jetzt auch finanziell. Und drittens, wir bauen Ungerechtigkeiten ab. Bislang haben nur blinde bzw. sehbehinderte Menschen diesen besonderen Nachteilsausgleich erhalten. Und diese unterschiedliche Behandlung hat historische Gründe, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, die sich am Ende auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erschrecken. Und es ist heute nicht mehr vermittelbar, dass dieser Unterschied besteht, und das beenden wir.
Und in dem Zusammenhang, die SPD hat jetzt so ein bisschen avantgardistisch getan, dass es etwas ist, was jetzt auf eine Initiative dort aus dieser Richtung zurückgeht. Es ist ja keine neue Diskussion, sondern es ist, wenn wir ehrlich sind, eine Forderung, die schon seit mehreren Jahrzehnten besteht. Und ich habe eben gerade noch einmal Gelegenheit genutzt, mal in Ihr Wahlprogramm, in Ihr Regierungsprogramm, Frau Alex, reinzuschauen. Sie haben in Ihrem Regierungsprogramm von einem Gehörlosengeld kein Wort verloren. Da steht überhaupt nichts drin. Und viertens, wir ermöglichen mit diesem Gesetz durch die Leistung praktische Hilfe und Unterstützung im Alltag, und das ohne zu bevormunden und ohne Vorschriften zu machen, weil die behinderten Menschen wissen am besten, was sie brauchen, was sie mit dem Geld am Ende anfangen. Und wie bereits beim Blindengeld haben wir hier die gewährte Sozialleistung im Charakter eines Nachteilsausgleichs, der den Mehraufwand am Ende kompensieren soll, mit einem übergeordneten Ziel, nämlich die verbesserte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Sozialminister hat es gesagt, nämlich eben so, wie es in einem modernen Politikansatz für Menschen mit Behinderungen auch angemessen ist. Wie in allen anderen Bundesländern auch, gibt es finanzielle Unterschiede zwischen dem Blindengeld und dem Gehörlosengeld. Und es ist klar, es ist auch noch ein Stück weit weg davon, dass durch die neue Leistung alle Mehraufwendungen kompensiert werden. Aber es ist ein wichtiger Einstieg. Es ist nun erst einmal ein Leistungstatbestand geschaffen. Wir haben eine rechtliche Plattform, die dann in Zukunft dynamisiert und ausgebaut werden kann. Und das ist ganz besonders wichtig, und darüber können wir uns freuen. Es ist bereits angeklungen, eine zweite Gruppe ist uns ein großes Anliegen, nämlich die taubblinden Menschen. Und auch hier haben wir durch den Gesetzentwurf ganz erhebliche Verbesserungen geplant. Auch hier wird ein neuer Leistungstatbestand geschaffen. Taubblinde Menschen erhalten zukünftige das Doppelte des Blindengeldes, mithin eine Leistungsverbesserung um bis zu 658 € pro Monat. Und wir wissen, dass diese Gruppe ganz besonders hohe persönliche Aufwendungen hat, um ihre Teilhabe zu gestalten. Und hier setzen wir mit einer neuen Leistung von bis zu 1.300 € monatlich einen deutlich besseren Rahmen für diese Menschen. Mit der Schaffung eines eigenen Anspruchs sorgen wir aber auch für die notwendige Sensibilität bei den Anspruchsberechtigten und gegenüber der Beeinträchtigung. Denn bei der Taubblindheit handelt es eben um eine Behinderung eigener Art mit einem ganz spezifischen Bedarf an Assistenz- und Dolmetschleistungen und Bildung. Und dies wird nun im Gesetz abgebildet, und ich denke, dies ist auch ganz wichtig. Ich möchte aber noch etwas zum Gesetz an sich sagen, weil es eben auch ein bisschen negativ angeklungen ist, und ich finde, das ist der Sache eigentlich auch nicht gerecht. Ich finde nämlich, die vorgeschlagene Gesetzessystematik ist von der Systematik her der Landesregierung ein sehr guter Wurf gelungen. Die Einführung des Blindengeldes und des Taubblindengeldes wird systematisch mit dem Blindengeld verbunden, und das neue Gesetz ist kompakt. Ich finde, es ist gut nachvollziehbar und es ist sinnvoll aufeinander abgestimmt. Es zielt ab auf gleiche Verfahren, und es gefällt mir von der Ausgestaltung sehr gut. Und auch hier möchte ich den Sozialminister mit seiner Mannschaft ganz explizit loben. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf setzt sich Hessen an die Spitze der Länder, was die Höhe der gewährten Leistungen anbetrifft. Wir ermöglichen das höchste reguläre Blindengeld, das höchste Taubblindengeld und einen der höchsten Gehörlosengesetze hier bei uns in Hessen. Nur vier Bundesländer zahlen überhaupt diese drei Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger aus. Und das kann sich sehen lassen, und darüber sind wir froh. Unter dem Strich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Gesetz ein sehr guter Dreiklang. Neue Leistungen für Gehörlose, höhere Leistungen für taubblinde Menschen und eine bessere Systematik durch das neue Gesetz. Wir freuen uns für den Gleis der Leistungsbezieher und sagen nicht ohne Zufriedenheit, diese Regierungskoalition handelt, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserem Land zu verbessern. Besonders den gehörlosen Menschen sagen wir Danke für die jahrzehntelange Geduld, könnte man sagen, bis auch ihre individuelle Lebenssituation endlich materiell anerkannt wird. In der anstehenden Anhörung wird ihr noch Gelegenheit haben, für all die Dinge, die so ganz fürchterlich, Frau Böhm, sich mit denen zu beschäftigen. Und da freue ich mich drauf. Herzlichen Dank. Herr Schad, vielen herzlichen Dank. Als nächstes ist der Kollege Arno Enners auf der Rednerliste. Und er ist dann auch bei meinen Zetteln, die hier liegt, zu diesem Tagesordnungspunkt der letzte Sprecher. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lange hat es gedauert, bis die Landesregierung endlich die gesetzliche Regelung
für das Gehörlosen- und Taubblindengeld vorlegt. Aber was lange dauert, wird auch nicht immer gut. Wie ich es bereits beim letzten Mal bemängelt habe, ändern Sie wieder die finanzielle Unterstützung für Sinnesbehinderte nicht an einer sehr maßgeblichen Position. Und zwar wird weiterhin zwischen Kindern und Jugendlichen auf der einen sowie Erwachsenen auf der anderen Seite beim Blindengeld unterschieden. Obwohl es sich hier nur um eine pauschale Leistung handelt, die nur eine Grundlage hat, nämlich die Blindheit der Menschen. Diese Differenz ist für uns weiterhin nicht nachvollziehbar. Das nun eingeführte Taubblindengeld wird aus dem doppelten Satz des Blindengeldes berechnet. Die Unterscheidung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen gibt es nicht. Das finden wir gut. Ein weiterer Punkt, auf den ich den Fokus legen möchte, ist die Regelung zur Zahlung des Blindengeldes. Bislang wurden Menschen, die beispielsweise eine Freiheitsstrafe verbüßen oder aufgrund eines Urteils einer Entziehungseinrichtung untergebracht wurden, kein Blindengeld bezahlt. Diese Regelung soll nun gestrichen werden, sodass auch für Menschen in Strafeinrichtungen demnächst Blinden-, Taubblinden- und Gehörlosengeld in voller Höhe gezahlt wird. Andere Bundesländer, hier z.B. Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz sowie andere, zahlen Inhaftierte auch weiterhin kein Geld. Und dieses aus gutem Grund. Jemand, der eine Straftat begangen hat und dafür rechtskräftig verurteilt wurde, kann und darf unserer Auffassung nach nicht noch mit Geldleistungen unterstützt werden. So hat auch 2011 das Bundessozialgericht für die Streichung des Arbeitslosengeldes II in Haftanstalten entschieden. Wer gegen die Regeln der Gemeinschaft verstößt, darf für die Dauer der Haft, wo es auch keine Mehrkosten gibt, nicht noch finanziell von der Gemeinschaft unterstützt werden. Wir von der AfD sind der Auffassung, dass diese Regelung im Landesblindengeldgesetz nicht gestrichen und im Landesgehörlosengeld noch eingefügt werden sollte. Das Landesgehörlosengeld wurde nun seitens der Landesregierung auf 150 € festgelegt. Meine Damen und Herren, woher dieser Wert kommt, haben Sie in der Begründung des Gesetzentwurfs nicht mitgeteilt. Er ist höher als in manch anderen Bundesländern, aber ist er dem Bedarf überhaupt angemessen? Das bleibt hier offen. Und das ganze Verfahren ist dann letztendlich beim Hessischen Landeswohlfahrtsverband angesiedelt, mit der Begründung, dass die Kompetenz dort gebündelt werden sollte und die einzelnen Kommunen nicht noch zusätzliche Stellen schaffen müssen. Der Vorschlag ist gut, jedoch stellt sich die Frage, ob der Landeswohlfahrtsverband dadurch personelle und organisatorische Mehraufwendungen hat. Und falls ja, ob dieser Mehraufwand auch durch das Land ausgeglichen wird oder am Ende durch eine Erhöhung der Verbandsumlage der hessischen Landkreise und kreisfreien Städte finanziert wird. Es sind also noch einige Punkte ungeklärt. Ein weiterer Punkt, auf den ich auch bereits in der damaligen Plenarsitzung zum Landesblindengeldgesetz hingewiesen hatte, ist die Befristung. Auch beim Landesgehörlosengeld verzichten Sie nicht auf die Befristung und erschaffen erneut keine dauerhafte Rechtssicherheit für die Betroffenen. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass diese beiden Gesetze unbefristet sein sollten. Änderungen in den Gesetzen brauchen auch keine Frist, sondern können immer im normalen Gesetzgebungsverfahren vollzogen werden. Die Aussagen, dass die Gesetze am Ende der Befristung selbstverständlich wieder verlängert werden, ist zwar ganz nett, aber eine Unsicherheit für die Betroffenen bleibt trotzdem bestehen. Hier rufen wir die Landesregierung auf, ein klares Zeichen zu setzen und die Befristung bei beiden Gesetzen endlich herauszunehmen. Wie gesagt, einige Punkte sind hier noch unklar und verbesserungswürdig. Da der Gesetzentwurf aber grundsätzlich in die richtige Richtung geht, werden wir ihm doch zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Enners. Damit liegen keine weiteren Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt 5 mir vor. Ich schaue noch einmal ins Plenum. Dann ist die Debatte beendet, und nach dem Vorschlag, den wir haben, wird der Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung dem SIA zugewiesen.